Du kommst jetzt zu Trundle, deine Trundle ist broken. Kannst du Schweizerdeutsch? Nö. Also ich verstehe es immer ein bisschen mehr, aber ich kann es sprechen, kann ich natürlich nicht. Ist Trundle und Wukong mit dem Pferd stärker? Nee, Wukong wurde genervt. Trundle hat sich nicht verändert. Aber Diana ist stärker. Diana ist, also ich würde sagen, gleich stark. Ich bin seit über einer Woche, habe ich keinen Kaffee getrunken. Weil irgendwie habe ich Kreislaufprobleme gehabt und ich will es mal probieren, einfach so ohne Kaffee. Ich habe einfach Cold Turkey. Und komplett raus. Ich hatte Kreislaufprobleme beim Kaffee anzugehen. Ich hatte die ersten paar Tage, ging es mir auch nicht so gut. Aber inzwischen, glaube ich, ist es sehr viel besser für mich. Also ich fühle mich nicht so müde am Morgen, wenn ich aufwache. Also ich brauche nicht erst Kaffee, um wach zu sein, sondern ich... Also ich bin natürlich in den ersten paar Minuten noch müde, ne? Aber dann, wenn ich wach bin, bin ich dann direkt wach. Ich habe über, ich glaube, 3 Jahre lang jeden Tag Kaffee getrunken. Und mir ging es auch eigentlich okay damit, ne? Aber ja, hat ja gar nicht gefällt. Also ich finde eine Tasse Kaffee am Tag eigentlich also nicht so schlimm, aber wenn ich dadurch Probleme kriege, dann halt nicht. Dann weiß ich nicht mehr. Aber ja, wir schauen mal. Also zurzeit geht es mir, glaube ich, besser deswegen. What the fuck, warum würden die das machen? King of Trolls coming through. Das ist auch noch tot. Und execute! Troll! Ich glaube, wir folgen ihn jetzt mal. Mehr Champions als Camps gekillt, true. Gegen welche Champions ist schon mal gut. Alles, was immobil ist. Aber vor allem einfach gut gegen Tanky Champs. Ja, ich hätte dafür flashen können, aber ich wusste nicht, ob der Flash hat oder nicht. Diesen Dragon würde ich actually nicht empfehlen, ja. Das ist actually kein guter Dragon. Ja, wir könnten schon kommen, das ist actually not bad, wenn er intet. Ich wollte sie retten. Dive this guy, dive this guy! Kein Flash. Bitte, warte ich nochmal. Du bist tot. Oh mein Gott. Actually, wartet mal, ich bin Trundle. Ich sollte den Turret hitten. Oh mein Gott, ich Idiot. Dankeschön. Das war Spaß auf deinem Weg. Sunfire, nice, die wurden nicht. Sunfire wurde nicht genervt. Für mein Itembild. Na, wenn er rausgeht, müssen wir nicht heralden. Das ist ein Fehler irgendwie.
Actually, ich habe so viel Armor, dass ich das einfach durchtanken kann. Gedingens, ne? Scheiße. Okay, ich dachte, wir können das einmal in front of their face nehmen. Aber nö. Jax freest auch da oben. Das ist eigentlich gar nicht mal so gut, ne? Mit der Daraus kriegt er mehr, wenn er Jungle Camps nehmen würde. Tut er nicht. Ich finde das irgendwie nicht so gut, dass die einfach auf demselben Level sind, die Gegner. Holy shit! Jetzt gibt noch Fun, man. Ich will den Kassa, den Anathemann, wo ist denn der? Wobei ich nicht weiß, dass es gut ist, jemanden zu Anathemann, der gerade Split pusht. Ah, das hätte ich nie machen sollen, ha? Huh? Na gut, ich meine, ist okay. Ich bin so dumm stark. Das ist wirklich, also so kein Scheiß Fun, ist wirklich bescheuert, ne? Eh mich. Wer hätte den haben können? Vorne, ne? Ich sage nein, ich beende das Game. Ja! Das ist also. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Cool. Aber ich muss sagen, das macht mir gute Hoffnung, weil. Ich glaube, der wird bald ready, der Tunnel. Der Champ ist wirklich einfach. Weil ich dachte, ich kriege ihn vielleicht nicht hin. Bis in der Woche, aber im Aussehen, ich glaube, es kommt einfach immer auf die Teamcomp an. Du kannst ja natürlich nicht gegen alles picken, ne? Aber der ist schon sehr fucking easy. Das Einzige, was man wahrscheinlich noch so, also als extrem guter Tunnel machen kann,
ist Dashes canceln. Gegen was ist Tunnel Bad? Gegen alles, was ranged ist. Nur. Also alles, was ranged ist und viel Damage hat. Aber sobald die Gegner ein, zwei Tanks haben, auf denen du dich, also auf denen du, die du outhitten kannst und ulten kannst, direkt GG.